Jede Woche isst ein Mensch ca. 5 Gramm Mikroplastik. Das ist so viel wie eine komplette Kreditkarte. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Aveta Home. Ich bin Johanna und ich freue mich, dass ihr dabei seid. 200 Kilogramm Müll produziert jeder von uns in einem Jahr allein in Deutschland. Dabei braucht schon eine einzige Plastikflasche ungefähr 500 Jahre oder sogar noch länger, bis sie in kleine Plastikpartikel, also in Mikroplastik, zersetzt ist. Komplett können Plastikflaschen von der Natur aber nie abgebaut werden. Das Mikroplastik gelangt dann also einfach in die Natur und von da aus schließlich auf unseren Teller. Fakt ist, es muss weniger Plastik und damit auch Mikroplastik in die Umwelt gebracht werden. Na klar spielt hier die Politik eine entscheidende Rolle. Es müssen viel mehr Gesetze zugunsten unserer Erde in Kraft treten. Dennoch können wir alle dazu beitragen, weniger Plastik zu kaufen, indem wir auf Alternativen umsteigen. Und welche ganz konkreten Alternativen ihr jetzt schon benutzen könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Fast alle Artikel, die ich hier vorstelle, sind vegan, made in Germany, zu 100% biologisch abbaubar und natürlich komplett plastikfrei. Und los geht's auch schon. Dieses Spültuch oder Spüllappen ist aus Zellulose und Baumwolle und komplett biologisch abbaubar. Ich finde wirklich, jeder sollte darauf zurückgreifen, denn es ersetzt die Küchenrolle oder diese Plastikspülschwämme, die man nach ein paar Tagen wieder entsorgt, weil sie dann flusen oder fusseln. Man kann den Lappen problemlos in der Waschmaschine oder in der Spülmaschine waschen und wirklich sehr lange verwenden. Ich habe so einen Spüllappen zu Hause und verwende ihn bestimmt schon seit einem Jahr. Die Farbe ist vom Waschen zwar etwas dunkler geworden, aber ansonsten wird wirklich damit alles sauber und ich bin super zufrieden damit. Kann ich also wirklich absolut weiterempfehlen. Für alle, die keine Spülmaschine haben, gibt es auch einen richtigen Spülschwamm, mit dem man das Geschirr wieder sauber bekommt. Natürlich 100% plastikfrei und kompostierbar. Das Material besteht aus Luffa. Das musste ich zugegebenerweise kurz googeln, was das überhaupt ist. Luffa ist nämlich eine Gattung der Kürbisgewächse und wachsen überall dort, wo es sehr heiß ist. Überwiegend in Afrika, Indien und Teilen von Asien und werden getrocknet, nicht nur zum Putzen, sondern sogar als Massage- oder Peelingschwämme verwendet. Hier gibt es direkt einen 6er-Pack zu kaufen, bestehend aus diesen Luffa-Schwämmen und Zellulose-Baumwollschwämmen. Damit hat man direkt alles zu Hause und spart sich nicht nur die Zeit, alles einzeln zu recherchieren, sondern natürlich auch Versandkosten. Diesen Artikel finde ich besonders toll, eine plastikfreie Schüsselhaube. Sie ersetzt Alufolie oder Frischhaltefolie und kann in der Waschmaschine gewaschen und so oft ihr wollt wiederverwendet werden. Gerade für mich sehr praktisch, denn ich habe einige Schüsseln bzw. Tupper im Schrank, die keine Deckel mehr haben. Irgendwie kann ich mich davon aber trotzdem nicht trennen. Aber das muss ich ja jetzt auch nicht mehr, denn sie können durch so eine Haube jetzt auch endlich wieder zum Einsatz kommen. Dieser Artikel gehört meiner Meinung nach auch in jeden Haushalt bzw. in jede Küche. Pflanzenwachstücher. Ihr kennt vielleicht schon Bienenwachstücher. Das ist quasi jetzt die vegane Alternative dazu. Darin kann alles, wofür ihr sonst eine Alufolie oder Frischhaltefolie verwenden würdet, eingewickelt und mitgenommen oder im Kühlschrank aufbewahrt werden. Bei mir zu Hause kommen die Tücher wirklich täglich zum Einsatz. Ich benutze sie für eine halbe Avocado, einen Apfel oder sonstige Lebensmittel, die einfach frisch gehalten werden sollen. Reinigen kann man sie einfach unter Wasser. Und jetzt kommen wir zu den plastikfreien Alternativen fürs Badezimmer. Einfachste Möglichkeit, Plastik im Badezimmer zu vermeiden, ist Kernseife anstatt Flüssigseife aus dem Seifenspender zu verwenden. Da gibt es inzwischen so viele unterschiedliche Düfte, dass wirklich für jeden Geschmack etwas dabei ist. Diese Seife zum Beispiel enthält Aloe Vera und andere Biopflanzenöle. Sie ist für alle Hauttypen, auch für empfindliche Haut geeignet und kann als Seife für die Hände, aber auch für das Gesicht oder für den Körper verwendet werden. Die Kosten liegen bei ungefähr 7 Euro. Wenn ihr jetzt denkt, das ist aber ein ganz schön stolzer Preis für eine Seife, falsch. Eigentlich ist die Seife sogar viel günstiger als die normale Flüssigseife aus dem Drogeriemarkt, denn sie ist viel ergiebiger. Damit komme ich locker mehrere Monate aus. So ist es auch übrigens bei allen folgenden Artikeln, die ich euch zeige. Auch Haarshampoo kann man als feste Seife kaufen. Zum Beispiel diese coolen Shampoo-Kugeln. Sieht auf den ersten Blick vielleicht etwas klein aus, hält aber so lange wie 2 bis 3 Shampooflaschen. Es gibt mehrere Duftrichtungen wie Minze oder Orange Zimt und kann sogar auch als feste Spülung gekauft werden. Auch Deo kann man inzwischen plastikfrei kaufen, zum Beispiel in einem kleinen Glasbehälter. Das verwendet man eigentlich genauso wie eine Creme, nur dass man halt die Achseln damit eincremt. Beim Kauf von diesem Produkt von Hello Simple spendet man sogar 50 Cent des Verkaufspreises an ein Meeresschutzprojekt. Auch Kinderseife muss man nicht mehr in Plastik kaufen. Es gibt tolle Bio-Kinderseifen am Stück, die komplett ohne Duftstoffe oder anderen Schnickschnack hergestellt werden. Diese hier ist rückfettend und besonders sanft zur Kinderhaut und darf natürlich auch von Erwachsenen verwendet werden. Jetzt kommt ein Artikel, den ich auch noch nicht kannte, denn auch Männer können sich zukünftig plastikfrei ihren Bart rasieren, indem sie auf Rasierschaum aus der Aludose zurückgreifen.
abgreifen. Diese Rasierseife schäumt sogar und beinhaltet unterschiedliche Naturöle, die Hautirritationen vorbeugen. Kann natürlich auch von Frauen verwendet werden. Und hier kommt eine Alternative zur Handcreme aus der Tube, und zwar als feste Handcreme. Die hier von Hello Simple kommt im Ingwerduft und eignet sich optimal für trockene und rissige Hände. Für die Anwendung muss man das feste Stück einfach etwas in der Hand erwärmen und dann über die Hände gleiten. Kurz einwirken lassen und fertig. Hier habe ich nochmal einen Conditioner gefunden. Den benutzt man so wie auch das Shampoo. Einfach unter Wasser in den Händen aufschäumen, in die Haarlängen und Spitzen verteilen und dann einfach auswaschen. Die verwendeten Rohstoffe sind aus Bioanbau und enthalten unter anderem, das fand ich sehr interessant, Klettenwurzelextrakt, das haarwuchsfördernde Eigenschaften hat und gegen Haarausfall wirkt. Damit ihr auch einen Ort habt, an dem ihr die Seifenstücke aufbewahren könnt, kommt jetzt der nächste Artikel. Und zwar entweder dieser Magnethalter mit einem Saugnapf, der überall platziert werden kann, oder dieser Magnetseifenhalter aus Olivenholz, den befestigt man mit einem doppelseitigen Klebeband. Ich denke, die Holzhalterung eignet sich für das Waschbecken am besten und die andere Seifenhaltung mit dem Saugnapf kann ich mir sehr gut in der Dusche vorstellen. Und jetzt kommt nochmal eine andere Variante, wie man die Seifen aufbewahren kann, nämlich in einem Seifensäckchen aus Hanf. Hanf ist allergikerfreundlich, vegan, nachhaltig, von Natur aus bio und sehr robust gegenüber Bakterien. Das Säckchen kann man zur Aufbewahrung von Seifen nutzen oder als Peeling verwenden. Wer kennt das nicht? Aus den Plastikflaschen lassen sich die Reste super schlecht aufbrauchen und man muss die Flaschen am Ende aufschneiden oder sogar mit einem Löffel darin herumkratzen. Das passiert mit diesen Seifensäckchen nicht, denn auch Seifenreste lassen sich darin gut aufbewahren und komplett bis zum Ende verbrauchen. Das Säckchen hängt man dann einfach in die Dusche. Auch Zahnbürsten gehören zu den großen Plastikproduzenten, da sie ungefähr alle 3 Monate ausgetauscht werden. Aber mit einer Bambuszahnbürste kann man sich jetzt auch plastikfrei die Zähne putzen. Es gibt inzwischen unzählige verschiedene Marken, die Bambuszahnbürsten herstellen. Ich habe euch diese Zahnbürste rausgesucht, weil hier auch darauf geachtet wird, dass eine Bambusholzsorte verwendet wird, die Pandabären nicht essen und somit auch die Pandabären und deren Nahrungsquelle berücksichtigt wird. Außerdem gibt es die Zahnbürsten in 2 Farben, in rosa und in blau. So können sie gemeinsam im Zahnputzbecher nebeneinander stehen und man kann sie auch auseinanderhalten. Natürlich gibt es auch richtig süße Bambuszahnbürsten für Kinder. Diese hier gibt es in verschiedenen Farben und die Firma Pauli & Snatch unterstützt mit ihrer Arbeit Bildungsprojekte für Kinder zum Thema Reduzierung von Plastikmüll, Nachhaltigkeit und alternativen Lösungen zum Schutz der Umwelt. Wenn das mal nicht ein Grund mehr ist, auf eine plastikfreie Alternative für euer Kind umzusteigen. Man kann die Bambuszahnbürste sogar plastikfrei und nachhaltig auf Reisen mitnehmen, in einem praktischen Travel Case aus Bambus. Sieht, finde ich, sogar richtig schick aus. Den nächsten Artikel finde ich einfach großartig. Ich benutze zu Hause nämlich eine elektrische Zahnbürste und kann mir jetzt auch nachhaltige Aufsteckköpfe kaufen. Die Bürsten bestehen komplett aus nachwachsenden Rohstoffen und der Aufsteckkopf besteht aus pflanzenbasiertem und recycelbarem Biokunststoff. Zugegeben, 100% plastikfrei sind die Köpfe nicht, denn die bewegliche Achse im Inneren enthält noch ein wenig Kunststoff, der aufgrund der hohen Beanspruchung erforderlich ist. Dennoch sind diese Aufsteckköpfe definitiv die nachhaltigere Variante. Mit einem Waschball kann man sich zukünftig auch das Waschmittel sparen, denn man kann ihn für bis zu 1000 Wäschen einsetzen, hält also zwischen 3 und 5 Jahre lang. Also da hat man tatsächlich nicht nur richtig viel Plastik, sondern auch Geld gespart. Er ist antibakteriell und phosphatfrei, ideal für Kinder und Allergiker geeignet, da keine chemischen Rückstände in der Kleidung bleiben und er ist auch noch vegan. Und jetzt sind wir auch schon am Schluss angekommen. Welche alternativen Produkte habt ihr schon mal ausprobiert oder kennt ihr noch? Teilt gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren unten. Ich hoffe, ihr habt durch das Video ein wenig Inspiration bekommen, den ein oder anderen Artikel zukünftig durch einen plastikfreien Artikel zu ersetzen. Das ist jetzt aber natürlich nicht als Aufruf gemeint, jeden Plastikartikel, den ihr habt, jetzt einfach wegzuschmeißen. Ihr sollt natürlich weiterhin die aktuellen Artikel nutzen und bis zum Ende aufbrauchen. Dies gilt natürlich generell für alle Produkte, die noch funktionieren und während der Nutzung nicht der Umwelt oder dir schaden. So werde ich es auch machen. Ich brauche jetzt erstmal alles auf, was ich so in meinen Schubladen herumliegen habe und werde dann nach und nach alles durch plastikfreie Produkte ersetzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr kommentiert, auf den Daumen hoch klickt und meinen Kanal abonniert. Damit ihr auch kein Video mehr von mir verpasst, müsst ihr auch noch auf dieses kleine Glöckchen neben dem Abonnieren-Button klicken. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Eure Johanna.